aufgeballt, aufgeschlagen und ab geht die Post beim 30. Wedding Cup, dem größten Vereinsfaustballturnier der Welt. Im Schillerpark schmettern auf 19 Feldern über 1000 Teilnehmer die Bälle über die Wiese. Mega, ich bin seit 12 Jahren hier. Also seit ich 15 bin, das erste Mal da gewesen und seither jedes Jahr wieder. Ich finde besonders, dass es hier so ein Park ist, der mitten in der Stadt ist. Das ist einfach ja auch irgendwo außergewöhnlich. Dann die Anzahl der Mannschaft, die hier sind. Ich glaube einfach die Atmosphäre, man kennt so viele Leute, man trifft jedes Jahr die gleichen Leute, man sitzt mit den gleichen Leuten zusammen bis spät in die Nacht. Also das ist einfach so das Beste hier, die Atmosphäre bei euch. Von 8 bis 80, von Freizeit bis Bundesliga, von Baden-Württemberg bis Schleswig-Holstein. Die Teams sind so vielfältig wie der Wedding selbst. Manchmal kämpfen sogar Mann und Frau Schulter an Schulter um den Sieg. Da ich ja schon von klein auf Faustball spiele, das macht es also gar nichts aus, mit den Jungs zu spielen. Und ich glaube, man hat es ja gesehen, dass das tierisch Spaß macht. Der Faustball-Klassiker feiert nicht nur ein Jubiläum, sondern auch eine Premiere. Erstmals in der Geschichte des Wedding Cups wagt sich ein Promi-Team mit verschiedenen Politikern auf den Rasen. Der Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte, Christian Hanke, höchstpersönlich gibt beim Promispiel den Schiedsrichter. Also ich glaube jetzt seit 20 Jahren regelmäßig hier und wir sind ja mächtig stolz, dass dieses Faustballturnier, was ja echt, glaube ich, deutschlandweit das größte ist, schon seit 30 Jahren bei uns hier stattfindet. Und es ist ein wunderbares Sportevent, gerade auch, denke ich, für die jungen Leute, die die Chance haben, nach Berlin zu kommen, aber auch dieses Gruppenerlebnis zu haben. Die Politikerkollegen wie Dr. Gabriele Hiller versuchen sich dann mal selbst mit mäßigem Erfolg. Dafür mit jeder Menge Begeisterung. Es hat Spaß gemacht. Die Regeln sind einfach, aber man kommt in Gang. Mir ist warm geworden und man hat auch kleine Erfolgserlebnisse. Es ist nicht so verkniffen wie bei anderen Sportarten. Doch neben Spaß, guter Laune und der Freude am Sport gibt es noch einen weiteren Magneten, der die Faustballverrückten in den Schillerpark zieht. Warum? Ja, Berlin hat seinen Reiz. Ich war das erste Mal hier in Berlin, da war die Mauer noch gestanden, da war ich 16 Jahre alt. Und jetzt wieder ohne Mauer und es ist natürlich toll. Also die Stadt entwickelt sich, es ist einfach toll hier zu sein. Und wir kommen wieder. Grillen, Bierchen trinken, Sport treiben. Das Turnier der Berliner Turnerschaft hat sich zu einem wahren Familientreffen entwickelt. Da spielen Bundesliga-Größen auch gerne mal woanders. So wie Weltmeister Lukas Schubert. Heute sind Freunde zu Besuch aus Niedersachsen und mit denen habe ich ausgemacht, dass ich die gerne bei mir aufnehme. Und es ist ja eine große Faustballfamilie und dann spiele ich mit denen heute und morgen werde ich wahrscheinlich bei meinem normalen Verein beim VfK Berlin spielen. Da kann man sich dann ja auf einen sportlichen Leckerbissen freuen. Morgen kommt die Bundesliga und da sind mit Sicherheit auch alte Weltmeister dabei, also die vor 3 Jahren Weltmeister wurden. Und da ist man immer stolz, wenn natürlich solche Leute dann hier kommen und die ganze Veranstaltung aufwerten. Bis dahin Wetter genießen und heute Abend das Zusammensein dann genießen.